Hallo und willkommen bei einem neuen Video von mir. Wenn die Fliesenfugen in Küche und Bad nicht mehr ganz so strahlend aussehen, dann wird es vielleicht Zeit, einmal die Fugen der Fliesen zu reinigen. Denn beim normalen Reinigen der Fliesen werden die Fugen oft nicht so ganz sauber. Denn mit der Zeit sammeln sich gerade in den Fugen Schmutz und Staub an, die im Bad zusammen mit Rückständen von Duschgel, Shampoo und anderen Pflegeprodukten ein weniger schönes Bild abgeben. In der Küche ist der Auslöser für dreckigere und dunklere Fugen Fett vom Kochen mit Schmutz und Staub zusammen. Für die Reinigung ist kein aggressives und teures Reinigungsmittel aus dem Handel notwendig, denn es gibt einen einfachen Trick, um die Fliesenfugen mit einem natürlichen Hausmittel komplett sauber zu machen, egal ob in Küche oder Bad. Wichtig ist, dass diese Methode nicht für Silikonfugen geeignet ist. Bei Silikonfugen einfach mit Wasser und Spüli rangehen. Bei allen anderen Fugen funktioniert diese Methode einwandfrei. Und dafür brauchst du eine Packung Backpulver, eine alte Zahnbürste, einen Lappen oder einen Schwamm und eine kleine Schüssel mit Wasser. Zuerst geben wir das Backpulver in die kleine Schüssel mit Wasser und vermischen das Ganze gut. So lange, bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind. Dann können wir schon die Fliesenfugen mit der Backpulver-Wassermischung und der Zahnbürste reinigen. Nicht mit Druck arbeiten, um die Fugen nicht zu beschädigen. Einfach locker mit der Mischung die Fuge abbürsten. Wie du siehst, ist der Effekt gleich zu sehen und die Fugen lassen sich damit ganz leicht reinigen. Wenn die Fuge sauber ist, dann einfach den gelösten Schmutz und die Backpulver-Wassermischung mit Schwamm und Wasser abwischen und danach mit einem Lappen trockenreiben. Danach glänzen die Fliesenfugen wieder fast wie neu und Bad und Küche sehen wieder sauberer aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr meinen Kanal übrigens auch abonnieren. Mit einem Klick auf die kleine Glocke werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Bis dann, euer Alex.